Also ich habe mich schon immer gefragt, was eigentlich in solchen Stretch-Limousinen vor sich geht, wenn sie abends durch die Stadt fahren. Luxusleben pur, aber wer es besser weiß, ist Timo Pollert. Timo Pollert fährt nämlich solche Limousinen. Und Timo, sag mal, was geht eigentlich hinten ab, wenn du vorne am Steuer sitzt? Also als erstes, wenn die Leute einsteigen, ist natürlich klar, sie gucken erstmal, was wir am Interieur hier haben, was für Schnickschnack wir hier haben, Getränke von der Minibar aus. Und ansonsten ist halt ein regelrechtes Partyleben hier hinten. Hier wird viel gefeiert, viel getrunken. Zusätzlich haben wir dann noch, für die, die es etwas ruhiger mögen oder vielleicht mal ein bisschen abgeschotteter sein wollen, können wir die Trennwand hochfahren. Da haben wir dann auch noch einen großen Monitor vorne. Zusätzlich sind natürlich noch die Scheiben getönt, dass man von außen nicht reingucken kann. Also man hat eine ruhige Party hier drin. Man kann machen, was man will, man wird nicht bei beobachtet. Ist eine feine Sache. Bin ich manchmal neidisch, wenn man vorne fahren muss, die Nacht über und hinten passiert die Party? Ach, sicherlich ist manchmal neidisch, aber ich sag mal so, die Kunden sind immer zufrieden, solange ist der Fahrer auch zufrieden, dann wird mitgesungen und einfach Party gemacht. Der Westfield 11 ist der Nachbau des legendären Rennwagens Lotus 11. Und dass das nicht nur was ist für Freunde des Oldtimers, sondern auch für Freunde des guten Sounds, das präsentieren wir jetzt mal. Er wird der Wahnsinn, aber das ist doch mit Sicherheit nicht mehr Straßen zugelassen, oder? Doch, das ist ein traditioneller Sportwagen. Das ist ein Midget oder Sprite. Der wird umgebaut, da wird ein Karosserieumbau gemacht. Damit man die alten Fahrzeuge weiterfahren kann, auch wenn sie durchgefault sind, hat man hier eine Möglichkeit gefunden. Aber da fallen doch alle Leute im Wohngebiet aus dem Bett, wenn sie da durchfahren. Ja, aber beim 60er-Jahre-Fahrzeug ist das halt so laut, da gibt es keine Beschränkung. Katalysator, gibt's sowas? Nein, das haben die alles nicht. Die haben einen schönen dicken Vergaser. Das ist ein 1275 Kubikzentimeter Motor, der ist rennmäßig aufgebaut auf 110 PS. Alles Straßen zugelassen als historisches Fahrzeug. Was kostet denn sowas überhaupt? Also das kann man als Bausatz haben, wenn man selber einen Midget oder einen Sprite seinen eigen nennt und der noch was draus machen möchte. Dann kostet der so knapp 18.000, der Bausatz. Oder eben als Fertigfahrzeug aus England gebaut, dann kostet er fast 30.000, aber macht jede Menge Spaß, das ist versprochen. Wie sowas gebaut wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Herr Primas, das ist also das Auto zum selber bauen? Das sind sogenannte Kit-Bausätze. Die kann man sich so nach Hause schicken lassen. Wir haben quasi Samstag hiermit angefangen, den Wagen zu komplettieren. Und ja, Sie sehen ja, es ist heute Montag, wie weit man also mit dem Teil gekommen ist. Das geht also relativ schnell. Man muss jetzt auch nicht unbedingt ein Fachmann sein, aber man sollte so leichte handwerkliche Kenntnisse sollte man schon haben. Das ist die Karosserie, die legen wir jetzt auf und dann sieht das schon wie ein Auto aus. Also Tom, was meinst du? Soll ich mich anschnallen? Nein, du brauchst dich nicht anschnallen. Anschnallen ist noch viel schlimmer. Bleib mal ruhig so und das geht jetzt sofort los hier. Wie oft hast du denn schon die Rübe gestoßen? Ich persönlich noch gar nicht, aber die Leute, die hier schon drin gesessen haben, sicherlich schon das ein oder andere Mal, ja? Mann, sehen wir bescheuert aus jetzt hier drin. Mit Sicherheit. Die Mädels schick mit anmachen. Dafür haben die Chicanos in den USA das erfunden. Und das funktioniert? Ich weiß nicht, hier bei uns nicht so. Wollen wir den Kameramann auch mal durcheinander schütteln hier, ja? Und das soll ein Hobby sein? Das macht doch Spaß, das ist doch cool. Man muss ein bisschen Gefühl in den Fingern haben. Also wie ein Klavierspieler, ja? Damit man die Technik überhaupt steuern kann, weil sonst machen wir mehr kaputt wie alles andere. Ja? Also ein Auto hat so an Kosten so beim Bauen 7.000 bis 8.000 Mark damals verschlungen. Wobei man da nie mit aufhört, weil die ganze Geschichte natürlich stets und ständig gewartet werden muss, sodass das Geld eigentlich immer wieder reinfließt. Komm, da gibst du uns jetzt nochmal 100% hier. Das geht ja voll auf die Bandscheiben hier. Was? Das ist doch Spaß. Das ist doch besser wie Kirmes.